Wir fangen an mit zwei Punkten A und B. Und suchen jetzt Punkte, die zu A und B jeweils den gleichen Abstand haben. Man könnte natürlich einen Punkt hier genau in der Mitte von A und B nehmen. Der hat zu A und B ungefähr den gleichen Abstand. Es gibt aber noch mehr, wenn wir uns mal überlegen. Dieser Punkt hier, der hat auch zu A und B ungefähr den gleichen Abstand. Genauso wie dieser Punkt hier oder dieser Punkt oder dieser Punkt. Das heißt, es gibt hier unendlich viele Punkte, die zu A und B den gleichen Abstand haben. Diese Gerade oder diese Ortslinie, die aus all diesen Punkten besteht, nennt man Mittelsenkrechte. Man sieht schon, da steckt das Wort senkrecht drin. Wo kommt hier was Senkrechtes, also ein rechter Winkel vor, wenn wir die Strecke zwischen A und B hier einzeichnen würden? Dann hätten wir hier zwischen der Strecke AB und der Mittelsenkrechten einen rechten Winkel. In anderen Worten, aus welchen Punkten besteht die Mittelsenkrechte? Sie besteht aus allen Punkten, die den gleichen Abstand zu A und zu B haben. In der Mathematik gibt es jetzt etwas, was man Konstruieren nennt. Das Konstruieren, das ist eine Art zu zeichnen, die geht auf den griechischen Mathematiker Euklid zurück. Und da gibt es gewisse Spielregeln. Beim Konstruieren darf man nämlich nur zwei Werkzeuge verwenden. Zum einen ein Zirkel und zum anderen ein Lineal. Bei diesem Lineal gibt es noch eine Einschränkung. Man darf es nicht benutzen, um etwas abzumessen. Also man kann damit nicht 3 cm abmessen, sondern man kann es nur benutzen, um gerade Linien, Strecken, Geraden zu zeichnen. Das heißt, man kann sich es vorstellen als einen Holzstab, der eben keine Markierungen hat, also das Lineal ist ohne Markierungen. Wir versuchen mal eine Mittelsenkrechte zu konstruieren. Und zwar haben wir ja zwei Punkte, A und B. Und versuchen jetzt zu diesen beiden Punkten nur mit Zirkel und Lineal diese Mittelsenkrechte zu konstruieren. Man macht das, indem man den Zirkel beim ersten Punkt einsticht. Und dann eben einen Kreis mit dem Radius der beiden Punkte zieht. Das gleiche macht man mit dem zweiten Punkt, sodass man zwei solche Kreise hat. Dann ergeben sich hier oben und unten zwei Schnittpunkte. Da darf man natürlich wieder neue Punkte setzen. Das heißt, hier kann man das Lineal jetzt anlegen, eine Gerade durch diese beiden Schnittpunkte ziehen und diese Gerade, ich mache sie mal orange, diese Gerade ist die Mittelsenkrechte zwischen A und B. So, wir brauchen noch eine Vokabel, nämlich die Orthogonale. Was war das nochmal? Eine Orthogonale zu einer anderen Strecke, also sagen wir, hier ist eine Strecke, dann ist eine Orthogonale eben eine Strecke, die zu dieser Strecke senkrecht steht, das heißt im rechten Winkel. Wir haben die als Lot schon kennengelernt. Wir machen nochmal eine Konstruktionsaufgabe. Und zwar zeichnen wir einen Punkt, nennen ihn mal P. Und eine Gerade. Die nennen wir G. So. Und wir möchten jetzt eine Orthogonale zu G konstruieren, die durch diesen Punkt P geht. Wie können wir das machen? Wir stechen einen Zirkel in P ein, zeichnen hier einen Kreis, der groß genug ist, dass er diese Gerade schneidet. Dann haben wir hier zwei Schnittpunkte. Und zwischen diesen beiden Punkten können wir wieder die Mittelsenkrechte konstruieren. Dann haben wir schon diese Orthogonale zu G durch P. Also wir konstruieren die Mittelsenkrechte, haben hier die neuen Schnittpunkte, können hier die Gerade durchlegen. Ich mache sie wieder orange. Das wäre die Orthogonale zu G durch P.
Eine dritte Konstruktionsaufgabe. Wir haben einen Kreis und haben in diesem Kreis einen Punkt B oder auf diesem Kreis einen Punkt B. Und wir wollen jetzt eine Tangente konstruieren. Eine Tangente ist eine Gerade, die hier an diesem Kreis vorbeigeht, die nur in diesem Punkt B berührt. Also wir können den Punkt B dann auch Berührpunkt nennen. Wie kann man die konstruieren? Wir nehmen diese Gerade hier vom Mittelpunkt zu diesem Berührpunkt. Wir können einen Kreis um B zeichnen. Der liefert uns zwei Schnittpunkte. Und mit diesen beiden Punkten können wir jetzt wieder die Mittelsenkrechte konstruieren. Und das ist dann letztendlich gerade die Tangente, die hier an diesem Kreis durch B verläuft. Das heißt, hier orange haben wir jetzt eine Linie, die den Kreis genau in diesem Punkt B berührt, ansonsten aber nicht. Und das hier ist die Tangente an diesem Kreis durch B. Wie immer gibt es ein paar Aufgaben zur Mittelsenkrechten. Die müsstest du mit diesem Video alle lösen können.